Was sind das für... Und überall sind diese bläulichen Lichter. Wirklich unheimlich. Was soll denn das? Hat sie jemand aufgerufen? Nein. Warum platzen Sie dann einfach so hier rein? Sie sind noch gar nicht dran. Warten Sie einen Moment, ich muss das hier noch erledigen. So, wo war ich? Hallo? Meine Glorie wurde aktiviert. Ich glaube, das muss ein Irrtum sein. Es ist soweit, Frederick. Sie kennen die Regeln. Aber meine Urenkel haben die... Haben Sie offensichtlich vergessen. Tut mir leid. Ich habe wirklich viel zu tun, also... Aber... So, jetzt sind Sie dran. Kommen Sie bitte. Hey, denken Sie, ich habe den ganzen Tag Zeit? Sie sind dran. Hi. Herzlich willkommen im Jenseits. Sie befinden sich hier in der Jenseitsverwaltung. Bevor ich Ihnen erlauben kann, den Freuden Ihres mausetoten Daseins zu frönen, sind einige Formalitäten zu klären. Mein Name ist Archibald und ich bin für die Verwaltung Ihrer Totenkartei zuständig. Die Verwaltung meiner Totenkartei? Das Recht, über Ihre Totenkartei zu verfügen und diese im gegebenen Falle mittels Schredder zu vernichten, gewährt mir diese heilige Vollmacht. Bitte lesen Sie sich die Vollmacht gründlich, aber zügig und bitte ohne sie in irgendeiner Weise zu beschädigen durch. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie soweit sind. Dieses Schreiben bevollmächtigt dazu, Totenkarteien anzulegen und sollte einer der beiden folgenden Fälle eintreten, diese unwiderruflich zu zerstören. Fall 1. An den Verstorbenen gibt es keine positiven Erinnerungen mehr unter den Lebenden. Fall 2. Der Verstorbene fällt irgendwie negativ auf. Das klingt doch ziemlich willkürlich. Das ist es. Und solange ich im Besitz dieser Vollmacht bin, unterliegt es meiner Willkür. Also benehmen Sie sich, bitte. Nun, nächster Punkt. Nehmen Sie das. Sie sind verpflichtet, diese Glorie stets mit sich zu führen, um erreichbar zu sein. Was ist mit dem armen Mann passiert? Oh, der wurde einarchiviert. Seine Zeit hier war abgelaufen. Das Jenseits hat auch seine Kapazitätsgrenzen, verstehen Sie? Bin ich wirklich tot? Oh ja, selbstverständlich. Sonst wäre ich überhaupt nicht für Sie zuständig. Also kein Himmel und Hölle, was? Ach Quatsch, sowas gibt's hier nicht. Und keine ewigen Qualen im Fegefeuer und so. Oh, doch, das gibt's hier sehr wohl. Aber da kommen nur selbsternannte Radrennfahrer hin. Die glauben, sie müssten den Radweg nicht benutzen. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Nun also... Was meinst du mit erreichbar sein? Das Ding blinkt und piepst und vibriert, wenn Sie kontaktiert werden. Sie wissen schon, wie in diesen pseudo-italienischen Schnellrestaurants. Dann haben Sie sich unverzüglich hier in der Verwaltung zu melden. So wie der arme Kerl da gerade? Aha, langsam denken Sie selbstständig mit. Das ist gut, denn ich habe nicht viel Zeit. Kann ich die Vollmacht noch mal sehen? Natürlich. Kann ich jetzt gehen? Sie dürfen sofort gehen. Ich muss Sie jetzt nur noch kurz bitten, Ihre Taschen vollständig zu leeren. Neue Sicherheitsvorkehrung. Es gab da in der Vergangenheit... Was zum... Ist es das, was ich denke? Du hast Nahtod-Teddys Totenkartei die ganze Zeit in der Tasche und sagst nichts! Ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt?
Warte einen Moment. Ich muss im Protokoll nachlesen. Ausnahmeprotokoll. 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 Die Karteikarte ist zurück im Verwaltungsgebäude. Ich wiederhole. Teddy McInerneys Kartei ist zurück im Verwaltungsgebäude. Sie dürfen jetzt gehen. Sofort. Bitte verlassen Sie das Büro. Sofort. Der arme alte Mann. Raus jetzt hier. Hey, hey, langsam. Du kannst hier nicht einfach so reinspazieren. Was ist das hier? Oh, du bist gerade erst angekommen, oder? Das ist das Teddy's. Die angesagteste Bar im Jenseits. Naja, die einzige Bar im Jenseits. Die einzige? Wie kommt das? Ist eigentlich streng verboten, so eine Bar zu eröffnen. Wird normalerweise mit sofortiger Archivierung bestraft. Aber der Gründer dieser Bar, Nato Teddy, hat das System ausgetrickst. Ja, Teddy McInerney, richtig? Hat seine Totenkartei verschwinden lassen. Ich hab von der Geschichte gehört. Richtig. Zum Glück für uns alle. Nato Teddy kann hier unten tun und lassen, was er will. Also hat er diese Bar hier eröffnet. Warum ausgerechnet eine Bar? Teddy hat damals gesagt, er will hier einen Ort des Austauschs erschaffen. Ein Platz für jedermann. Hier wird nicht unterschieden. Hier wird nicht geurteilt. Hier wird nichts von dir erwartet. Ist ein Zufluchtsort, um einfach miteinander zu quatschen, zu trinken und sich zuzuhören. Also, kann ich rein? Nee. Warum nicht? Naja, ist nun mal das Teddy's. Das heißt? Na, du musst mich im Krakenvorrennen schlagen. Dann darfst du rein. Ich dachte, hier wird nichts von mir erwartet. Naja, ist nicht ganz konsequent, das gebe ich zu. Aber so sind nun mal die Regeln. Wenn sonst nichts ist, los geht's! Thank you.
Tja, das wird wohl nichts. Du musst mich schon schlagen, wenn du rein willst. Also, neue Runde? Wenn sonst nichts ist. Gut gespielt, junge Dame. Viel Spaß im Teddys. Kommt mir irgendwoher bekannt vor. Frank? Oh. Ich schätze, das erklärt, warum er nicht ausgetrunken hat. Das ist Butthair Pete. Pete! Hey, Pete! Die beiden sind total ins Gespräch vertieft. Hey, Leute! Du schon wieder? Ich wusste, dass du uns Unglück bringen würdest. Ja, genau. Mach einen Abflug, du Pestvogel. Hallo? Ich glaube, ich krieg keine Luft mehr. Das macht nichts. Du bist schon tot, keine Sorge. Du bist es, oder? Captain Kabeka! Ich habe alle Bücher über dich gelesen. Ich bin echt dein größter Fan. Psst, nicht so laut. Was machst du hier? Ich schätze dasselbe, was alle hier unten machen. Du, ich, der gute Antonio da drüben, wir genießen unsere restliche Zeit, die uns im Jenseits bleibt, richtig? Bis wir in Vergessenheit geraten. Du wirst nie in Vergessenheit geraten. Du bist eine Legende. Psst, ja, schon gut, schon gut. Ich habe deinen Buchautoren kennengelernt. Avery Orwick? Unmöglich. Doch. Wirklich? Beim Klabautermann.
Dann hat er es geschafft, von Pambo Island zu fliehen? Nun ja, Ich hatte mich schon gewundert, warum ich ihn hier unten nirgends finden konnte. Gott sei Dank, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ist eine lange Geschichte. Ich will dich damit jetzt nicht langweilen, aber danke. Jetzt geht's mir viel besser. Wie bist du gestorben? Avery hätte daraus vermutlich eine mitreißende Geschichte gemacht. Aber letztendlich war es nur ein unrühmlicher Tod durch eine Schlange. Ein Schlangenbiss? Nein, nein, die Schlange war völlig ungiftig. Ich bin darüber gestolpert und unglücklich auf eine Kokosnuss gefallen. Ja, die Story ist ausbaufähig. Ach, weißt du, das kümmert mich nicht mehr. Ich erzähl dir mal was. Als Kind habe ich auch Bücher gelesen. Von großen Abenteurern, so wie du. Und ich wollte auch so eine schillernde Figur werden. Ich war mein ganzes Leben lang versessen darauf, meine Geschichten so ruhmreich wie möglich aussehen zu lassen. Und ich war erfolgreich, du kennst ja die Bücher. Und als ich dann als Legende starb, ins Jenseits kam und mich hier in Teddys Bar setzte, da hatte ich dann Zeit, über mein Leben nachzudenken. Und weißt du, was mir klar wurde? Was? Ich hatte aufgehört, zuzuhören. Wie meinst du das? Ich war so eingenommen von meiner eigenen Geschichte, dass ich einfach keine anderen Geschichten mehr mitbekommen hatte, verstehst du? Ich habe niemandem mehr wirklich zugehört. Und hier? Hier unten traut sich nun niemand mehr, mir seine Geschichte zu erzählen. Wieso nicht? Wieso nicht? Du kennst den Pianisten dort drüben, richtig? Antonio Leiterendi. Er ist vermutlich der beste und berühmteste Komponist und Pianist aller Zeiten. Denkst du, irgendjemand traut sich in seiner Nähe Musik zu machen? Keiner möchte sich mit ihm vergleichen, ob bewusst oder unbewusst. Wenn Antonio Leiterendi im Raum ist, spielt niemand das Piano. Wenn er nicht selber spielt, ist es um ihn immer still. Das ist das Schicksal des weltbesten Pianisten. Verstehst du jetzt, warum mir niemand seine Geschichten erzählt? Und deswegen sitzt du hier so einsam im Schatten? Oh, ich fühle mich nicht einsam. Ich habe in letzter Zeit gelernt, sehr aufmerksam zuzuhören und zu beobachten. Ich kann dir über jeden im Raum etwas Interessantes erzählen. Was ist mit dem Kerl am Kronleuchter? Das ist leicht. Das ist Alfonso, mein bester Freund. Jahrelang an meiner Seite, auf Schritt und Tritt. Leider viele Jahre davon im Körper eines Affen. Daher sein Spitzname Alfonso. Und er kann es sich leider einfach nicht mehr abgewöhnen. Wenn er etwas sieht, wo er sich ranhängen kann, dann hängt er sich ran. Was ist mit den beiden dort, die Krakenfodder spielen? Der Blonde heißt Erik und ist ein ziemlich schlechter Verlierer. Er behauptet, ihn hätte noch nie jemand wirklich in Krakenfoddern geschlagen. Er verliert aber ziemlich häufig, behauptet dann aber immer, er hätte den anderen gewinnen lassen. Der andere nennt sich Knoten-Joe und kennt alle 605 Knoten der 55 Knoten-Großmeister. Ich habe auch gehört, dass er jeden Knoten innerhalb von Sekunden lösen kann. Ich hoffe wirklich, er zeigt mir das bald mal. Was ist mit den beiden Turteltäubchen an der Bar? Pete kam gleichzeitig mit den anderen beiden Typen hier unten an und hat eine Menge interessante Fischergeschichten auf Lager. Was der alles schon gefangen hat, das würdest du nicht glauben. Und scheinbar hat der Magenbritter auch schon am Haken. Magenbritter? Magenbritter ist der Sonnenschein des Teddys, das kann ich dir sagen. Immer gut gelaunt. Und sie trinkt die Belegschaft, ohne mit ihren angeklebten Wimpern zu zucken, unter den Tisch. Sie muss auch schon zu Lebzeiten so gewesen sein. Denn angeblich wurde sie mit einer Flasche Jagdunfall begraben. Ihrem absoluten Lieblingsschnaps. Erzähl mir was über Antonio Leiterendi. Leiterendi hat viele Lieder über berühmte Persönlichkeiten geschrieben und wurde damit selbst weltberühmt. Und damit ist seine Zeit hier im Jenseits vermutlich eine der längsten von allen. Er spielt jeden Tag hier im Teddy seine legendären Lieder. Doch weißt du, was er macht, wenn der letzte Gast die Bar verlassen hat? Was? Er holt ein besonderes Notenblatt aus seinem Aktenkoffer von einem Lied, das er erst hier unten im Jenseits geschrieben hat. Und dann spielt er dieses Lied. Jeden Abend. Ein Lied für seine Frau. Wo ist seine Frau? Vergessen. Im Archiv. Ihre Zeit hier war sehr kurz, denn niemand erinnert sich an die Frau des großen Pianisten. Richtig? Egal wie wichtig sie für ihn war. Es gibt nichts, was Leiterin, die sich mehr wünscht, als dieses Lied schon zu Lebzeiten geschrieben zu haben.
Er schrieb Lieder über mich, über Teddy McInerney und viele andere. Doch dieses, das für ihn wichtigste Lied, schrieb er zu spät. Wie tragisch. Huch, was ist jetzt los? Hast du, seit du hier unten bist, irgendwelchen Mist gebaut? Was? Deine Glorie. Sie ist aktiviert. Du solltest besser schnell in die Verwaltung, sonst gibt's Ärger. Aber ich wollte noch... Die können dich einfach einarchivieren, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Und mich auch, wenn ich weiter mit dir quatsche, obwohl deine Glorie aktiviert ist. Also, mach besser schnell. Hey! Was willst du denn? Ah, schon gut. Oh, da ist ja mein frisch verstorbener Bote. Hey, was machst du denn für ein Gesicht? Du! Hey, 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 nicht frech werden, junge Dame. Ich bin jetzt wieder im Besitz der Vollmacht des Jenseits. Wenn du mir negativ auffällst, schredder ich deine Totenkartei und archiviere dich ein. Das geht schneller als ertrinken. Und was willst du noch von mir? Nun ja, ich wollte mich bedanken. Dafür, dass du Teddys Kartei überbracht und damit mein quälendes Exil beendet hast. Es läuft alles nach Plan. Und jetzt beginne ich, mir wieder Überblick zu verschaffen. Überblick? Überblick ist das Wichtigste. Und die beste Art, um Überblick zu behalten, ist es auszusortieren. Du meinst, du willst wahllos untote Seelen einarchivieren? Wer redet hier von wahllos? Ich mache das natürlich mit einem klaren System. Teddys Bar. Alle, die diese Bar je betreten haben. Jeder, der dort je ein Bier getrunken hat, Karten gespielt oder am Flügel gesessen hat. Jeder, der auch nur zu lange durchs Fenster in diese verfluchte Bar geschaut hat. Jeder Einzelne wird einarchiviert. Aua! Was? Was war das? Ich weiß auch nicht. Ich... Au! Schluss damit! Ich kann doch gar nichts dafür... Wie? Gelieferung. Alles in Ordnung damit? Keine Beschädigung, Verzögerung oder sonstige Beschwerden? Lieferung? Die Marke des Imperiums an ihrer Tasche. Zusammen mit dieser Adresse. Gültig für 2 Pakete. Gut verschnürt. Unverzügliche Liefergarantie. Also, alles in Ordnung, ja? Wir haben viel zu tun. Ja, alles in Ordnung. Danke. Verschicken Sie gern wieder mit dem Schrimperium. Männer, ausrücken! Ich war tot. Die Elektroschocks. Natürlich. Teddy McInerney ist in das Becken mit Zitteraalen gefallen. Deswegen das Nahtoderlebnis. Malte? Er atmet. Zum Glück. Er scheint nur bewusstlos zu sein. Aber wo steckt dieser Papagei? Besser nicht. Und ich wüsste auch gar nicht, wieso. Es ist eine Gewalt, die eine Krakenvorderkarte hält.
Da steht Achtung. Cleo? Du lebst? Hast du meine Bücher retten können? Deine Bücher? Nein, Avery. Yishumi Lele hat mich an Ort und Stelle ertrinken lassen. Ich habe riesiges Glück, überhaupt noch zu leben. Danke für die Hilfe übrigens. Die Alte war plötzlich da. Was hätte ich denn machen sollen? Du hättest versuchen können, mich zu warnen. Du hast uns einfach zurückgelassen. Zum Sterben zurückgelassen. Kommt dir das nicht bekannt vor? Und du denkst nur an deine blöden Bücher. Niemand interessiert sich für deine Lügengeschichten. Ja, ich glaube, da hast du wohl recht. Ich war tot, Avery. Für einen Moment war ich wirklich tot und habe alles gesehen. Das Jenseits, das Archiv. Ich war in diesem Archiv, Cleo. Mich hatte man bereits komplett vergessen. Bis du dieses Buch gefunden hast. Und so wie es aussieht, werde ich schon sehr bald wieder dort landen. Yishumi Lele hat dort gearbeitet. Und wir haben ihr geholfen, zurückzukehren. Und? Sie sagte, sie will aussortieren. Zahllose Karteikarten schreddern. Alle, die in Teddys Bar waren. Wir sind am Leben, Cleo. Solange du lebst, kann sie dir nichts anhaben. Nein, aber... Und selbst wenn, was willst du dagegen machen? Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich nochmal zurückkehren könnte. Ins Jenseits? Ja, aber nur für einen Augenblick. Das ist verrückt. Mir bleibt keine Wahl. Natürlich bleibt dir eine. Du hattest ein großes Abenteuer und du hast es überlebt. Entwenden und entwischen. Jetzt ist die Gelegenheit zu entwischen, Cleo. Ich nutze sie. Du solltest es auch machen. Entwischen? Du meinst einfach nichts dagegen unternehmen? Diese Gelegenheit zu entwischen hatte ich damals nicht. Und ich werde sie nicht wieder verstreichen lassen. Das kann ich nicht. Es war wirklich ein Abenteuer mit dir, Cleo. Hat Spaß gemacht. Und das ist keine Lüge. Das Grab von Magenbritter. Hier muss sie mit einer Flasche Jagdunfall vergraben sein. Sorry, Britta, aber... Ich muss mir das mal kurz ausleihen.
Cocktail? Er muss hier angespült worden sein. Was halten Sie von einem letzten Drink? Es tut mir leid. Mir ist kein Rezept mehr über diesen Zutaten bekannt. Ein persönliches Opfer. Also gut. Was für ein Tag. Es war mir eine Ehre, Cocktail. Also gut, runter damit. Es hat geklappt. Der Cocktail wirkt. Ich hoffe, nur vorübergehend. Wenn ich dieses Archiv richtig verstehe, dann lagern hier die vergessenen Seelen der Verstorbenen. Die Armen. Oh nein, sie hat schon angefangen. Ich muss sie irgendwie aufhalten. Ein ziemlich schlecht isolierter Verbindungskasten. Das Kabel führt hoch an das Kommunikationssystem. Da hängt eine Büroklammer an dem Zettel. Ein ziemlich schlecht isolierter Verbindungskasten. Das Kabel führt zum Schredder auf dem Tisch.
wieder zu! Ha! Afonso! Er kann es sich einfach nicht mehr abgewöhnen. Was für ein Chaos. Jichumilele versuchte verzweifelt, die umherfliegenden Dokumente zu fangen und irgendwie die ihr so wichtige Übersicht zu behalten. Doch etwas verlor sie dabei aus den Augen. Die Vollmacht. Cleo zögerte nicht lang und ließ das machtvolle Dokument durch den Schredder gleiten. Bevor der Cocktail seine Wirkung verlor, entwendete Cleo, genau wie Teddy McInerney damals, ein Dokument aus dem Jenseits. Doch sie versteckte es nicht. Sie ließ es für jemanden gut sichtbar zurück, bevor sie McInerney Palms verließ. Cleo kam wieder nach Hause, doch ihre unglaubliche Geschichte erzählte sie nie jemandem. Sie erzählte von Malteseus, dem segelnden Cocktailmixer mit atemberaubenden Rezepten aus aller Welt. Sie erzählte von Knoten-Joe, der alle 605 Knoten der 55 Knoten-Großmeister-Knoten und innerhalb von Sekunden lösen konnte. Von Erik, dem begnadeten Kraken-Vorderspieler, der ihr die Regeln und alle Tricks beibrachte und nie gegen sie verloren hatte. Sie erzählte von Pete, dem talentiertesten Fischer der Meere, der genau vorhersagen konnte, wann und wo ein Fischschwarm auftauchen würde. Und natürlich erzählte sie von Avery Orwick, dem größten Abenteurer aller Zeiten. Und wie er ein Dutzend Zyklopenkrebse und einen schwarzen Riesenleguan überlebte. Nun, zurück zu meiner anfänglichen Frage. Was ist das Wichtigste an einer Geschichte? Ich denke, das Wichtigste an einer Geschichte ist ihr Zuhörer. Und natürlich eine bezaubernd markante Erzählerstimme. I'm down here, can't you see? Is there anyone listening to me? I lost track in the tide and the sense of how loud I should be. I can't hear what I say. Were the words even those that I meant them to be? When the water got me and the wave pushed me into the corner. Now I can't speak, I'm underwater. Say goodbye, say farewell to all the stories I'm not granted to tell. You won't hear through the noise and the fuss and the rumble and thunder. But I hope that you stay floating the wave that had swallowed breath, and you won't become deaf.
you will tell all the stories. I can even hear from underwater. I can even hear from underwater.